Er ist der Garant für erfolgreiche Musikalben. Produzent Christian Geller. 50 Gold- und Platinplatten gehen auf sein Konto. Für jeden Künstler entwickelt er ein maßgeschneidertes Konzept. Zum Beispiel für Heino, die No Angels oder Giovanni Zarella. Jetzt hat er ein neues Album produziert, mit Weltstar Anastasia. Sie singt deutsche Hits auf Englisch. No matter what, I'm not alone, it's true, that is you, you, just you. Peter Maffay ist bei ihrer Version von So bist du gerne mit dabei. Die Zusammenarbeit mit Anastasia, für Christian Geller aus Kruft in der Eifel, ein ganz besonderes Projekt. Und ich sage herzlich willkommen, Christian Geller. Vielen Dank. Und zum Coup mit Anastasia herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Wie kriegt man sowas hin? Ruft man Anastasia einfach an und sagt, ich hätte da eine Idee? Naja, also es geht natürlich immer so los, dass man erstmal mit dem Management spricht. Mhm. Aber schon relativ schnell versuche ich dann auch Kontakt mit dem Künstler aufzunehmen oder mit der Künstlerin in dem Fall, weil mir sehr wichtig ist, dass man den Menschen hinter dem Künstler kennenlernt, weil nur so kann man eine glaubwürdige Geschichte erzählen als Musikproduzent, und das ist ja meine Aufgabe. Und es war ja nicht so ganz Neuland eigentlich, so dieses Projekt von deutsche Songs ins Englische zu bringen. Giovanni Zarella durfte schon Deutsche ins Italienische übersetzen. Heino, berühmte Songs als Jugendsprache kennenlernen. Also für seine Verhältnisse war das sicher auch eine neue Sprache. Ja. Aber so wie Sie das ansprechen, ist das auch richtig. Weil also die Spannung entsteht ja dann, wenn man bekannte Dinge in einen neuen Kontext setzt. Mhm. Und so versuche ich halt eben immer, den künstlerischen Maßanzug zu schneidern für jeden Künstler. Ja. Und wenn der perfekt sitzt, dann kann der Künstler auch zeigen, was er kann. Und dann sagt der nächste Künstler, weil er davon schon gehört hat, ach, durch die Tür gehe ich auch gerne. Naja, also jeder Erfolg macht das Geschäft natürlich ein Stück einfacher, um halt eben auch mit den nächstgrößeren Leuten zu sprechen und so weiter. Das liegt ja in der Natur der Sache. Das hat ja nichts mit Musikmachen zu tun, sondern das ist ja in jeder Industrie. Und dieses Duett jetzt, was wir ja gerade gesehen haben, Peter Maffay, Anastasia, da muss man ja erstmal fragen, Peter, können wir den Song nehmen oder zumindest den Rechteinhaber des Songs? Und hat Peter gesagt, bei Anastasia bin ich sofort dabei? Mir war wichtig bei der Idee, dass Anastasia große deutsche Hits ins Ausland trägt, weil das passiert ja jetzt, wo sie englisch sind, dass da auch der König der deutschen Musik, nämlich Peter Maffay, mit von der Partie ist. Und deswegen haben wir ihn natürlich gefragt, ob er Lust hat auf das Duett, und er hat sofort zugesagt und fand das toll. Und damit ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Nee, die beiden gehen jetzt zusammen auf Tour noch. Also das Peter hat ja seinen Abschied von der großen Konzertbühne, was eine Tournee angeht, verkündet. Und Anastasia wird dort der große internationale Stargast sein. Und das von mir produzierte Duett, der offizielle Titelsong. Und da bin ich natürlich super stolz. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann nicht nur Win-Win für die beiden, sondern Win-Win-Win für euch alle drei. Ja, das ist ganz gut. Ja. Das hört sich echt fantastisch an. Wie ist das eigentlich mit den Künstlern? Wonach suchen Sie die aus? Nach dem Namen, nach der Sympathie? Wie kommt da dann die Chemie zustande, die ja auch passen muss? Also man hat natürlich immer zuerst mal Ehrfurcht vor diesen großen Namen. Mhm. Aber je mehr man sich mit den Menschen beschäftigt, die dahinter stehen, also es ist ja erstmal eine musikalische Marke. Also ob das jetzt eine Andrea Berg ist oder ein Giovanni Zarella oder eine Anastasia, das sind ja alles Menschen, die dahinter stehen. Und die freuen sich über Input, die freuen sich über Ideen. Wie sind denn die Menschen dahinter? Kann man mit denen einfach Käffchen trinken, Spaß haben und ich sag Ihnen Dönekes erzählen? Die Erfolgreichsten, die sind wirklich echt. Und das macht auch den Erfolg aus. Die Menschen müssen glauben, was sie da sehen auf der Bühne. Und wenn man das als Künstler verkörpert, dann hat man Erfolg. Also wird Kruft jetzt sowas wie der Nabel der neuen Künstlerprojekte-Welt? Das hoffe ich sehr, weil dann haben wir eine Menge zu tun. Aber ihr macht nicht nur Musik, ihr produziert auch die ganzen Videos. Genau, also das war ja das, was ich vor ein paar Jahren eben überlegt habe. Also ich möchte gerne in meinem Heimatort eine Stätte bauen, wo man Medien aller Art herstellen kann. Das heißt, wir produzieren dort Musik, wir produzieren Videos, wir machen Fotosessions. Das alles haben wir mit Anastasia in Kruft gemacht. Mhm. Und das werden wir sicherlich auch noch mit einigen anderen Künstlern dort. Und Sie kriegen das alles unter einen Hut, auch als großer Familienmensch. Ja, also ich habe natürlich meine Frau auch
mit im Unternehmen. Ja. Die Kinder tragen das auch mit und feiern das auch, was der Papa da macht und so. Also deshalb ist das super. Und das Thema Work-Life-Balance ist ja ein viel belastetes. Wir haben kurz vorher darüber gesprochen. Und ich empfinde die Work, also die Arbeit, nicht als Belastung. Insofern freue ich mich sehr, jeden Tag das machen zu dürfen, was ich machen möchte. Das heißt, Begriffe wie Urlaub, Rente, Fremdwörter. Urlaub, müsste ich erstmal noch übersetzen. Urlaub finde ich schon wichtig, ja. Gerade wenn man kreativ arbeitet. Aber so der klassische Rentner, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn man seiner Passion nachgeht, warum soll man damit aufhören? Jetzt, Sie haben ja gerade fast schon angedeutet, was als nächstes kommt, wenn Sie sagen, das war nicht die letzte Künstlerin oder der letzte Künstler. Was steckt denn schon in der Ideenschatulle von? Naja, es gibt natürlich Themen, die wir jetzt weitererzählen. Also das nächste, was jetzt kommt, ist das Album von Thomas Anders und Florian Silbereisen. Das übernächste, was kommt, ist sicherlich wieder was mit Giovanni und so weiter und so fort. Aber es gibt auch noch ein paar neue Themen, über die erzählen wir dann beim nächsten Mal. Giovanni und Anastasia könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber lassen wir uns Who knows, wer weiß. Wer okay, weiß. Ich sage herzlichen Dank für ein spannendes Gespräch und freue mich, dass die Eifel so prominent wird. Vielen Dank für die Einladung. Danke.